Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und Star Ocean. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, ein paar Nebenquests zu machen, darunter die vom Welch Laboratory. Und haben dann noch die Kathedrale des Oblivions gemacht. Im Gebiet von Minos, vor Midok. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auf der Karte jetzt eine neue Fähigkeit aktiviert. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich das freigeschaltet habe. Und zwar ist das Familos. Nee. Lockout, genau. Lookout. Damit sehe ich jetzt Gegner auf der Karte. Und Familos Spirit habe ich auch bekommen. Da kann ich einen Hasen holen, wenn ich es aktiviere. Und kann da meine beiden Standard-Blueberries und Blackberries kaufen. Und ich vermute, wenn ich da noch mehr kaufe, die Fähigkeit upgrade. Hä? Sehr seltsam. Die Fähigkeit upgrade, dann kann man sicherlich auch noch weitere Items kaufen. Eigentlich wollte ich gerade jetzt hier zu dem Castle Oblivion, aber es ist auf einmal nicht da. Aber ich bin schon durch dieses Gebiet gegangen und da war es da. Ich weiß nicht, wovon das immer abhängig ist. Eigentlich wäre das nächste ja auch das hier in der Nähe von Resulia gewesen. Aber auch das war erst nicht da. Jetzt ist es da. Sehr witzig. So, ich habe ja noch Quests offen, irgendwelche rote Früchte zu sammeln. Deswegen nehme ich die hier mal mit. Da war natürlich aber nichts drin. Great Scumbag. Sehen aus wie die Schlümpfe. So, wir haben 2,3. Was brauchen wir eigentlich für unser Upgrade von Ministrel? 2,397. Okay, fast. A warrior must continue to hone his skills. Okay, jetzt können wir wieder. Rolls, Learn, Ministrel, Level Up. Und das nächste ist bei 3,2. Und das müsste. Ach nee. 3,2 und dann bestimmt 5 oder so. 9 Stufen gibt's. Nur nochmal zur Sicherheit gucken. Es ist auch ausgerüstet, okay. Blueberries, Blackberries, Tomato, White Rice. So, da vorne ist unser Portal. Die nehmen wir noch mit. Da, gar nicht gesehen. Krasse Attacke. Ash and Amber. 11.000 Erfahrung. Ja gut, die Bäume haben immer viel gebracht. Da war auch eine rote Frucht dabei, sehr gut. So, na dann ab zum Cathedral of Oblivion.
So, die kennen wir doch. Ich weiß gar nicht, ob das bei den anderen vorher auch so war, dass das dieselben Gegner waren. Ich weiß nur, dass die Bosse halt immer die gleichen waren. Leichenfledermaus. Okay, das ist Runde 3, 4, 5. Hält also genau ein Tart aus. Ich bin gestunt. Mal gucken, ob sie mich heilt. Tatsache, sehr cool. Aber mittlerweile hat sie ja auch ziemlich viele Skills. Level up. Ach, das ist ja witzig. Das war die alte Kiste. Habe ich gar nicht mitgekriegt beim letzten Mal, dass ich an der Kiste dann vorbei bin. Wolfang Dementaeon Signed Card. So, da ist wieder unser Freund. Hab ich noch irgendwas anderes? Ich könnte hier einen Skill vielleicht benutzen, halt. Cooler wäre es ja eigentlich, wenn ich noch Rehe ja noch dabei hätte und noch ein paar zusätzliche Buffs. Und meine Charaktere stärker, weil ich weniger passive Sachen reinnehmen muss, weil sie das ja dann tut. Aber eine Gefahr ist auf jeden Fall nicht. Der ist mir eindeutig zu oft in der Luft. Au. So, noch eine Attack-Kombo durch. Geschafft. Es ist schade, dass er nichts bringt, so richtig. Für einen Boss ist das krass. Duell Armor. Oh, Critical Hit Rate. Oh, cool. Die Werte sind jetzt zwar nicht so gut, aber die Magie-Verteidigung ist hoch. Höher. Und Feinde haben ihre Crit-Chance reduziert.
Gut, dann als nächstes wieder zurück. Hoch. Und noch das letzte holen. Dann haben wir ja alle von Stufe 2 der Kathedralen. Die Stufe 3 ist dann aber richtig übel. Da ist dann beim letzten der Boss dann noch Level 99. So, das heißt, dahin. Ich frage mich, wovon das aber abhängig ist, dass es mal auftaucht und mal nicht. Ist nicht da, also wieder raus und rein, rein und raus. Ist da. Lizard Charmaine, okay, das hat sich also doch geändert. Oder der war vorher schon dabei. Und einer war ein Krieger. One new role. Apropos. Nee, das sind genau die gleichen. Nur, dass das Level von einem wieder plus 5 stärker ist. Was ist mein Level eigentlich? 57. Mercury. Peanuts. Eigentlich lohnt sich's nicht. Ich mach's trotzdem mal.
Scheiße, wer klingelt denn jetzt? Ich muss ganz kurz weg. Ja, hallo? Es war Hermes. Ich habe das Lösungsbuch bestellt gehabt zu Star Ocean, aber statt dem 28.06. war es plötzlich erst auf dem 5. lieferbar. Also heute ist der 4. Morgen sollte ich es spätestens haben. Und ja, ich habe es halt storniert und auf der Seite, wo es jetzt mittlerweile die ganzen Lösungsbücher gibt, Primer Games, ist gerade an diesem Wochenende, ich glaube auch noch heute, weil heute der 4. Juli ist, gibt es 50% Rabatt und die Lösungsbücher kosten halt nur $10. Das heißt, ich habe es jetzt für $5, also ein bisschen weniger Euro, gekauft. Das fand ich um einiges besser. Das Ding ist, bei dem Lösungsbuch, was ich geholt habe, war auch eine digitale Variante dabei, aber selbst die konnten sie nicht verschicken, weil die angeblich im Lösungsbuch mit drin liegt. Voll dumm, also. Ja, und dann habe ich halt versucht, es zu stornieren, aber es wurde angeblich schon verschickt am Samstag, den 2. Aber es kam halt noch nicht an, weil es wahrscheinlich an meine Paketstation geliefert wurde, die scheinbar seit letzter Woche kaputt ist, weswegen ich auch beinahe das Spiel nicht rechtzeitig bekommen habe. Aber in der Paketfiliale meines Vertrauens habe ich meine Nummer hinterlassen und die Damen haben mich angerufen, weil normalerweise kann man es ja dann immer erst am nächsten Tag abholen. Also übelst Trouble hier. Hit-Kombo. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Was? So, das schafft man aber auch nur bei Bossen. Wenn sie genug aushalten und nicht genug Schaden machen. 275. Meine beste Kombo bisher. Ein Bogen. Bei den anderen waren es immer Rüstungen, die ja mehrere hätten tragen können, aber das ist jetzt wirklich nur eine Sache, die er haben kann. Sieht aber cool aus. 30 Schaden weniger, aber 60 Int drauf. Ich weiß halt nicht, inwieweit seine Attacken mit Int skalieren. Ach, warte mal, das kann ich doch bestimmt nachgucken. Rolls, Skills, Set Battle Skills. Attack mal 100. Nee, dann ist Int eigentlich egal, meiner Meinung nach. Ich kann ja nochmal drüber gucken, ob er auch was hat mit Int. Nope. Nö, dann lasse ich natürlich die mit am meisten Attack drauf. Gut, damit haben wir auch dieses Castle Oblivion fertig. So, gibt es irgendwo noch Quests abzugeben? 2 in Resulia und Eastern Trekor. So, dann gehe ich erstmal nach Eastern Trekor. Vor allem, da fällt mir auf, ich habe nicht von jedem Gebiet eine Teleportmöglichkeit. Hier habe ich die Dunes auf der Seite und dann unten links noch, wo... Okay, da ist auch wieder eins. Ah, das muss dann schon Stufe 3 sein. Ja, dann halt direkt vor dem Labor noch eins. In den Plains von Resulia.
in der Minus-Strandebene, dann da, wo ich eben war, vor Centerul. Aber das Gebiet bei meiner Heimatstadt, das Gebiet, also doch die Cliffs von meiner Heimatstadt habe ich, aber nicht die andere Seite mit der Abkürzung. Und was ich gar nicht habe, ist das Gebiet im Norden, dieses Eisgebiet. Mentality Seeds, die esse ich doch gleich mal. Wenn ich wüsste, wo das nochmal war. Wahrscheinlich hier. Schade, dass ich mir das nicht auf eine Schnelltaste legen kann. Okay, dann dahin. Geschafft. Und nichts Neues dafür. Gut. Oh, ich habe sogar ein Level bekommen. Bin ich jetzt 58 vermutlich. So, wir sind aber bei fast 23 Minuten. Deswegen würde ich erstmal eine kleine Pause machen. Und dann mal gucken, was wir als nächstes tun. Bis dahin. Tschüss.